Hallo und herzlich willkommen hier im Peter-Max-Schauraum beim Rezept der Woche. Heute habe ich ein wirklich besonderes, schönes Rezept für euch, und zwar das Gewinnerrezept von der Anna aus Ansfelden bei Linzland. Und zwar handelt es sich heute um Brennnesselleibchen. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Peter-Max, Ihrem Spezialisten für maßgefertigte Möbel in österreichischer Tischlerqualität. Und zwar habe ich hier schon heute in der Früh gepflückt, und zwar diese schönen Brennnesseln, die sind hier jetzt noch mit dem Stiel. Die muss man da aber meistens immer gut abwaschen, weil dann doch immer einzelne Käfer oder so kleines Gewurl drauf ist. Also bei den Sachen, also gerade bei den Sachen, die man aus dem Garten erntet oder die man selber erntet, sollte man die sicherheitshalber immer noch einmal durchwaschen. Für die Leibchen habe ich hier schon Semmelwürfel hergerichtet. Die werden in etwas Milch eingeweicht, und dann habe ich hier schon eine Pfanne aufgestellt, in der ich ein paar Schalotten anschwitzen werde. An dieser Stelle, liebe Anna, vielen herzlichen Dank für dein wunderschönes Rezept. Das passt wirklich hervorragend jetzt in dieser Jahreszeit, wenn man eben im Garten ist, die Brennnesseln überall hin auswuchern und man quasi nicht mehr weiß, was man damit machen will. Ich habe es auch nicht immer auf dem Radar, und gerade deswegen habe ich mich über dieses schöne Rezept gefreut. Falls auch ihr übrigens ein Rezept habt, das nicht so herkömmlich ist, wo ihr sagt, boah, das ist ein schönes Rezept, das kenne ich noch von mir daheim oder von der Oma oder aus dem ländlichen Bereich, und das kennt man nicht so ganz, dann schickt mir das an folgenden Link, der hier unten eingeblendet ist. So, wenn die Schalotten schon schön glasig sind, kommen da jetzt auch noch Karotten dazu. Die werden hier grob gerieben und auch ganz leicht anschwitzen. Dadurch entwickelt sich eben diese schöne Süße, und die Karotten garen auch noch nach. Da auch noch immer schön ansalzen, damit eben die Flüssigkeit noch austritt und das Ganze im eigenen Saft schön weich dünstet. Jetzt zu der Masse kann man jetzt schon Eier dazugeben. Die helfen dem Ganzen noch, eben, dass es schön stabil bleibt. Das Eiweiß sorgt eben für die nötige Stabilität, dass diese Leibchen nicht auseinanderfallen und die da auch schön unterrühren. Gemüse ist jetzt auch schön weich. Das noch leicht überkühlen lassen, also dass es nicht ganz so heiß zu dieser Masse dazukommt. So, durch das Blanchieren verabschieden sich eben diese Nesselhaare, also es sticht nicht mehr so. Man kann es bedenkenlos essen und auch angreifen und auch weiter verarbeiten. Und dadurch, dass es zusammenfällt und dann kompakter wird, kann man das dann einfach schöner in diese Leibchenmasse verarbeiten. Das dauert auch nur ganz kurz, also einmal in dieses kochende bzw. in das heiße Wasser geben. Die Stiele braucht ihr da nicht abzupfen, die kann man mitessen, also das ist überhaupt kein Problem. Die geben dann noch eine schöne Textur, und man muss es jetzt auch nicht in ein Eiswasser abschrecken, weil es sowieso gleich weiterverarbeitet wird. So, das noch schön ausdrücken, damit das ganze Wasser da wegkommt. Und jetzt grob drüber schneiden oder drüber hacken. Und wenn es geschnitten ist, nochmal das ganze Wasser ausdrücken. Also man sieht, hier kommt relativ viel Flüssigkeit noch raus, aber das ist das ganze Blanchierwasser. Kann man es hier schön verrühren. Was jetzt nicht im Originalrezept steht, ich aber trotzdem jetzt hineingeben werde, weil ich das persönlich sehr, sehr gut finde, ist ein bisschen Creme Fraiche. Das gibt einfach noch so eine schöne säuerliche Note. Das macht das Ganze noch etwas cremiger, und vor allem, es lockert diese Masse etwas auf. Immer wichtig, nicht vergessen zu würzen, wenn das noch feucht ist, weil dann vermischt sich das einfach viel, viel besser. Da aber jetzt nicht zu kräftig salzen, weil wir zum Abrunden eben noch einen schön frisch geriebenen Vorarlberger Bergkäse dazugeben. So, und jetzt ist das Gemüse auch etwas abgekühlt. Dann kann das schön zu dieser Masse dazugegeben werden. Und das am besten jetzt noch 10-15 Minuten stehen lassen, einfach, dass das Brot die ganze Flüssigkeit aufgesaugt hat, dass das wirklich schön kompakt wird. Für die Beluga-Linsen einfach Schalotten oder ihr könnt auch Zwiebeln nehmen, fein schneiden. Wichtig ist, dass die wirklich schön dünn geschnitten sind. Erstens garen sie dann schneller und entwickeln schneller diese herrliche Süße. Die einfach
leicht glasig schwitzen und dadurch, dass sie so dünn sind, geht das auch wirklich sehr, sehr schnell. Und wenn die dann schön glasig sind und schon diese süße Aromatik entwickelt haben, dann gebe ich da diese Linsen dazu und die kann man auch noch ein bisschen mitrösten. Salzen nicht vergessen, also das ist wichtig, wenn man Linsen oder zum Beispiel Reis kocht, dass man immer am Anfang salzt bzw. beim Kochen salzt, damit das Salz eben schön in diese Linsen einziehen kann. Also wenn man das nachher salzt, dann zieht einfach dieses Salz nie wieder in die Linsen ein, sondern bleibt immer nur so leicht oberflächlich hängen und man hat dann einfach keinen schönen runden Geschmack. Das Ganze mit etwas Weißwein ablöschen und dann das Ganze einfach mit einem kräftigen Gemüsefond aufkochen. So, ich zupfe an der Stelle immer noch sehr gerne einen frischen Thymian hinein. Da ist es aber wichtig, wenn man den reinzupft, dass man da jetzt nicht diese ganzen Stängel verwendet. Und dann habe ich noch was Schönes, und zwar ein bisschen Senf. So, die Masse schaut schon sehr gut aus. Ein bisschen zu feucht ist sie noch. Das heißt, ein paar Semmelwürfel kann man da noch dazugeben. Oder in dem Fall ein bisschen Semmelbrösel eignen sich da auch sehr gut dazu. Die ziehen einfach schneller diese Feuchtigkeit, als wenn man jetzt ganze Semmelwürfel wieder dazugibt. Aber da auch wichtig, dass es nicht zu trocken ist, weil je länger man das brät, desto sehr trocknet es dann von innen aus. Aber das hat jetzt schon wirklich eine perfekte Konsistenz. Und gerade wenn man solche Laibchen mit der Hand formt, ist es eben ratsam, wenn man sich die Hände ganz leicht anfeuchtet. Dadurch bleibt dann einfach diese Masse nicht zu sehr an den Händen kleben. Also man sieht, das löst sich wirklich sehr, sehr schön eben da von den Händen runter. Und dann kann man hier so kleine herrliche Laibchen formen und die dann noch schön in Semmelbröseln wenden, damit man die knusprig rausbraten kann. Also diese Semmelbröseln oben an der Oberfläche sorgen einfach dafür, dass da so eine schöne knusprige Schicht entsteht. So, die Pfanne kann man jetzt schön aufheizen und jetzt diese Laibchen schön ausbraten. Also ihr könnt da jedes Öl nehmen, das ihr zu Hause verwenden wollt. Also ich habe hier jetzt Olivenöl genommen. So, und das geht jetzt auch recht schnell. Kann man es gut wenden. So, und während ich die Laibchen hier langsam fertig brate, erzähle ich euch noch ein bisschen was über diese vier Kräuter, die bei mir auch heute Einsatz bei diesem Gericht finden werden und was das genau ist. So, und fangen wir hier mit diesen schönen Erbsensprossen an. Also das ist nichts anderes als eingesetzte Erbsen, die dann so langsam beginnen eben auszusprießen und haben wirklich ein sehr, sehr schönes Aroma eben nach frischen, jungen Erbsen, nach jungen Mais erinnert es auch ein bisschen und schauen auch wirklich sehr, sehr schön aus mit diesen Kräutern. Hier haben wir noch Koriandergresse, also ist nichts anderes als die Korianderpflanze leicht ausgetrieben bzw. die ganz jungen, kleinen Triebe. Das ist wirklich was ganz Spezielles und zwar sind das Kefir-Limettenblätter. Die haben wirklich ein herrliches, zitroniges Aroma, sind wirklich sehr, sehr aromatisch und man kennt sie ja meistens nur aus den Asialäden, wo die einfach gefroren in so kleinen Boxen zu kaufen sind, aber hier die frischen sind wirklich sehr, sehr schön zum Verwenden und mit denen kann man eben schön diese Brennnesselleibchen nachher noch aromatisieren. Das ist auch noch eine Art von Koriander und zwar handelt es sich hier um vietnamesischen Koriander. Der schmeckt ein bisschen anders, also er schaut nicht nur anders aus als herkömmlicher Koriander, der ein bisschen so von der Optik an Petersilie leicht erinnert, sondern der hat wirklich diese schönen ausgeprägten Spitzenblätter und da so ein leicht dunkelgrünes Muster. Und schmeckt anders als zum herkömmlichen Koriander. Leicht zitronig, schön erfrischend. Hier haben wir noch einmal im Vergleich diesen klassischen Koriander, den wir alle kennen, der dieses leicht seifige Aroma entwickelt und eben von der Aromatik ganz anders ist als dieser vietnamesische, der wirklich leicht in dieses Zitrusaroma geht mit ganz, ganz fein dezenten Koriandernoten. Und die werden wir jetzt auch schon zum Braten verwenden. Und zwar werde ich mir hier ein paar von diesen Limettenblättern abzupfen und
die einfach mit in die Pfanne geben zu den Brennnesselleibchen, um das Ganze noch schön zu aromatisieren. Die Konsistenz ist jetzt perfekt. Jetzt wird das Ganze noch ein bisschen verfeinert mit Creme Fraiche und dem frischen Senf. Und dann habe ich auch noch sehr, sehr gerne ein Schlückchen Balsamico-Essig dazu. Und das einfach noch schön cremig einrühren und dann in einen schönen tiefen Teller geben. Leicht darauf verteilen. Und hier unsere schön knusprigen Gemüseleibchen noch einmal kurz abtropfen lassen. Und dann zwei reichen, glaube ich, hier. Im Schluss einfach noch ein schöner, frischer Creme darüber. Frisch geschnittenen Schnittlauch und natürlich nicht zu vergessen ein paar von diesen schönen, knackigen Erbsensprossen. So, und fertig ist dieses wunderschöne Gastrezept von der lieben Anna aus Hansfelden. Nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle, dass du dir die Mühe gemacht hast, dieses schöne Rezept auszuarbeiten und vor allem hierher zu schicken, damit ich es für dich nachkochen darf. Darunter noch schöne, cremige, herrliche, bissfeste und leicht senfige, süß-saure Beluga-Linsen, einen frischen Creme, schöne Sprossen und frischen Schnittlauch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und beim Genießen von diesem herrlichen Rezept. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Petermax, Ihrem Spezialisten für maßgefertigte Möbel in österreichischer Tischlerqualität. Boom, 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 boom.